Sag mal, was hast du denn als letztes gegoogelt? Da gibt es zwei Sachen, die ich gegoogelt habe, unter anderem einem über Frangipani-Bäume. Ist das eine Pflanze? Das ist ein Baum, der wächst in Thailand und auf Hawaii. Da werden zum Beispiel auf Hawaii auch diese Blumengirlanden draus gemacht. Und in Thailand wird er auch als Tempelbaum verehrt. Ich bin generell Asia-Fan und schaue mir sehr gerne koreanische Soap-Operas an, da sie im Gegensatz zu deutschen Soap-Operas mehr Humor haben und einfach viel cooler sind. Also das ist schon, ich habe jetzt, im Winter war ich in Seoul und habe mir da eine angeschaut, die ganz neu rauskam, High Kick Through the Roof. Zwar ohne Untertitel dann, ich habe nichts verstanden, aber ich konnte mich trotzdem kaputt lachen, weil die einfach so gut gespielt sind und die habe ich natürlich auch direkt versucht zu finden mit englischem Untertitel. Ja, ich habe gerade den Dennis getroffen, ihr erinnert euch vielleicht an ihn, Captain Tomate, wir haben ja ein paar Sendungen auch gehabt auf Ehrensend. Wie geht's? Ja, mir geht's ganz gut. Ja, ist ein bisschen hell gerade. Ich mag's lieber dunkel, aber manchmal muss man ja raus, ne? Ja, wir, gut, dass wir dich getroffen haben. Ich will von dir einen Spieletipp. Spieletipp? Oh, es gibt so viele. Das ist immer schlimm. Ich weiß immer nicht, für welches ich mich entscheiden kann. Aber, vielleicht, ich habe am Wochenende habe ich was Interessantes gesehen, das ist perfekt. Ein Spiel, das ist eine kulturelle Atombombe quasi. Das ist eine Simulation des Erwachsenwerdens aus der Sicht von 5 verschiedenen Teenagern, angefangen mit 9 Jahren bis hin zu 19 Jahren und deren Probleme, die irgendwie analog zu Rotkäppchens Geschichte erzählt werden. Die Probleme sind der böse Wolf und man wandert durch einen Wald, obwohl man eigentlich nur zur Großmutter soll. Aber dann verlässt man den Weg und das ist total abgefahren. Ich habe das nur verstanden, weil ich danach irgendwie ein Review gelesen habe. Aha. Also ganz, ganz, ganz ich smart. Ich wollte gerade sagen, ich habe es noch nicht ganz kapiert. Nee, das kapiert man auch nicht, wenn man das spielt. Man muss sich erst danach reinlesen. Aber ich habe ein gutes Video und das habe ich bei euch noch nicht gesehen. Das ist super. Das ist auch super neu. Es kennt bestimmt noch keiner. Ist ein bisschen obszön. Darf ich obszön sein? Ja, hau rein. Okay, das ist, das heißt Chimp Rapes Frog. Hört sich gut an. Ja, man kann sich vom Namen schon so ein bisschen vorstellen, was passiert. Aber ich kann es ja nochmal erklären für die, die kein Englisch können. Also, so ein Frosch hat ja auch einen Mund. Und wenn du ein Affe bist, kommst du auf die abgefahrensten Ideen. Und wenn dann so ein Frosch ankommt, kann der wirklich sehr, sehr erotisch auf so einen Affen wirken. Sehr, sehr anreizende Bilder, die man da erlebt. Ich hoffe, ihr zeigt das. Was hast du denn als letztes im Internet gemacht? Ach, ich suche mal ein bisschen rum. Und ich war zum Beispiel auf einer Reiseseite, die nennt sich fliegen-sparen.de. Und da kann man immer ganz nette Reiseinformationen finden und Berichte und News und so weiter. Und so ein bisschen Spartipps. Aber gerade aktuell ist das ganz interessant für den Urlaub. So, wo soll es hingehen? Ach, ich denke, dieses Jahr geht es nach Griechenland. Ist ja recht günstig. Da haben wir eine gefunden. Hast du noch einen interessanten Link für uns? Ja, das gibt zum Beispiel die Seite TED.com, also www.TED.com und mit Präsentationen und so weiter, wo man was lernen kann. Das ist zum Beispiel eine von Hans Rosling, der spricht über HIV, so ein bisschen wissenschaftlich, aber auch recht locker und das ist ganz nett, kann man sich mal anschauen. Ja, sicher. www.hippiesunited.de. Aha. Das ist die inoffizielle Webseite vom Burgherzberg-Festival, dem ältesten deutschen Festival. Das gibt es seit 68 und die haben kein eigenes Internetforum und das ist so ein Überbleibsel vom alten Veranstalter. Das wird von ein paar Leuten, die Festivalbesucher sind weitergeführt. Und da dürfen nur Hippies hin? Nein, das sind ganz viele, die nennen sich auch nur so. Fällt dir vielleicht noch was anderes ein? Irgendwas, was du im Internet noch gefunden hast? Irgendwas? Oder was du gegoogelt hast? Ich habe heute Morgen wurde mir was erzählt und zwar hätte es in den 20er und 30er Jahren sogenannte Kunstflatulenten gegeben. Das kommt von Flatulenz und es gab wohl welche, die das kunstvoll betrieben haben. Und es dreht sich jetzt um Malerei durch Windkraft oder wie? Nein, ich glaube, die standen auf der Bühne im Kabarett und haben da irgendwas performt. Aber ich habe nichts darüber gefunden, aber die soll es angeblich gegeben haben. Hi. Hi. Sag mal, was hast du denn in deinen Bookmarks? Ja, zum Beispiel www.schwedentor.de. Das ist ein Übersetzungsprogramm von Deutsch auf Schwedisch, Schwedisch auf Deutsch. Das brauche ich halt für mein Studium, studiere Skandinavistik und da hilft das dann. Hast du vielleicht noch andere Links für uns? Irgendwas gesehen in letzter Zeit im Internet? Ja, zum Beispiel bei YouTube ab und zu mal Animes, die sind da so zerstückelt in 12 Minuten und dann kann man sich halt ein ganzes Video da von 80 Minuten in Teilen angucken. Hast du vielleicht einen Film, den du uns empfehlen könntest, speziell? Zum Beispiel Mein Nachbar Totoro, sehr, sehr schön. Von Studio Ghibli, von halt solche Sachen. Also du siehst so aus, als könntest du eine eigene Website haben, stimmt's? Ja, habe ich. Und, wie heißt sie? Da kommt ihr mich besuchen. Ne? Ich habe die in Stein gemeißelt, auf einen 2,5 Tonnen Granitblock. Ne? Und dann siehst du die. Und wie heißt ihr? Ich verrate ich jetzt nicht. Ihr kommt mich besuchen. Komm, gib uns mal einen Tipp. Also, okay, du hast in deinen Stein gemeißelt. www..de Stein. Na gut, du weißt es doch schon. Stein des Anstoßes. Okay, und worum geht's da?
Ja, worum geht's denn da? Also man kann sich da ein bisschen reinlesen. Das geht um mein Lebenswerk. Also ich bin Wanderer, also einer, der seit 30 Jahren eben die bürgerliche Lebensweise hinter sich gelassen hat und jetzt in seiner Heimatstadt gelandet ist und lebe auf einem Brachland zwischen den Institutionen. Also hast du genug Abenteuer gelebt schon? Oder kommt ja noch mehr? Ja, ja, ja. Ich rüste gerade für mein Größtes, ja. Ja? Das, was wäre das? Eine Reise durch ganz Europa, ja, die eine Generation lang dauert, 13 Jahre. Aha. Ne? Die soll nächstes Jahr beginnen, am 1. Mai. Und zu der lade ich auch ein, also diese Reise gemeinsam zu machen. Und in der Mitte bewegt sich oder wird von uns bewegt ein runder Stein, ein runder Tisch. Ne? Und das ist dann der Rolling Stone. Ach, super. Der soll in der Mitte laufen. Ja, so. Das finde ich, vielleicht kommen wir ja wirklich mal. Opala. Frieden schließen, ne?